So, und weiter geht's mit der neuen Runde auf Dragon Crusade. Jetzt wird's wirklich, mein Pad ist unsichtbar, weil ich es unsichtbar gemacht habe. Blöd. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit gewissermaßen. Ob wir es noch drauf haben, ob wir noch Crystal Demon irgendwie farmen können oder nicht. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Oh, shit. Fuck. Okay, wie viel bringt er dieser 27? Ist das... Oh nein, wir können nicht rein. Scheiße. Okay, das ist ein ganz großes Problem. Ich wollte unbedingt noch mit diesem Drop-Buff hier Crystal Demon heute farmen. 27, scheiße. Wir kriegen auch nicht mit Gierske durch den Schmuck, theoretisch. 198. Ja, das reicht nicht. Fuck. Wo können wir noch schnell Gierske rausholen? Ich glaube, nee, das plus 17 haben wir da schon. Das kriegen wir auch nicht so schnell hoch. Schmuck. Fuck. Das klappt überhaupt nicht. Okay, das ist wirklich ein großes Problem jetzt. Das ist schon eine mittelgroße Katastrophe. Fuck. Oh no. Das ist ganz, ganz blöd. Das habe ich ja überhaupt, da bin ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ja gut, jetzt müssen wir hier irgendwas draus machen mit dem Buff. Das heißt, wir farmen, also die Kains Mine farmen jetzt erstmal. Wir fangen einfach mal an. Können auch mal irgendwie so auf Hard oder so farmen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Wie viel Schaden macht das? Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden das macht. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das ich machen sollte und so. Keine Ahnung. Oh je, okay, also das ist tatsächlich jetzt gerade schon ein gewissermaßen großes Problem aktuell. Können hier auf alle Fälle, okay, mit dem Set haben wir schon ein bisschen mehr HP und so. Ah, fuck. Das ist echt kritisch, scheiße. Mist, okay. Also wir versuchen auf alle Fälle trotzdem mal irgendwie das Beste rauszuholen. Jetzt haben wir sogar 200 KHP. Wenn ich jetzt einen Reset nutze, verliere ich ja wieder die Hälfte. Das ist super. Freut mich total. So, machen wir so. Okay. Wie schaut es denn hier aus? One-Hit, okay. Also nicht wir One-Hit, aber halt der Rest ist One-Hit. Ich traue mich gerade nicht, jetzt mehr inzuskillen. Für den Fall, dass wir eben noch mehr brauchen. 11k nur? Ernsthaft? So nicht viel. Gute Dinge sind natürlich tanky as fuck. Also knapp schon mal 100 instatten, das ist schon mal sicher. Na gut, der Schaden hier ist natürlich wieder irgendwie ganz komisch. Moons und... da habe ich gerade nicht aufgepasst, wie viel das wir bekommen haben. Blöd. Blöd. Naja, was haben wir aktuell? Wir haben jetzt 4.100... Moons sind wichtiger. 4.381. Bin ich mal gespannt. Millionen HP sind im Prinzip eigentlich nicht viel, aber wir machen hier da effektiv gar keinen Schaden. Das ist halt, was mich schon wieder aufregt. Das ist, ich weiß nicht, also die haben hier Sachen gemacht, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich meine, ich mache 171k Schaden. Oder habe ich irgendeinen Debuff oder so? Monster HP, Monster Damage, Drop Rate. Okay, das ist aber interessant, die Droprate. Okay, das waren 6 Moonstones, das ist jetzt gar nicht mal so viel irgendwie. Aber es variiert natürlich auch, das muss man auch bedenken.
Okay, hier droppen auch ein paar mehr Moons, glaube ich. Also gefühlt zumindest droppen mehr Moons, auch bei den kleinen Mobs. Ah, warum mache ich so wenig Damage? Also muss ich mal bedenken, also wenn ihr gerade irgendwie die anderen Folgen nicht aktiv geschaut habt oder so. Ich mache jetzt bei Dragon Rank Mobs mit gut 100 STA und Rest Int natürlich, muss man zusagen. Das heißt, ja, was habe ich gerade reingesettet auf STA? Habe ich schon was auf STA gesettet? Glaube nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle, ich mache halt so 1 Million, 1,4 Millionen sogar bei Dragon Rank Mobs. Und hier stehe ich da, vielleicht 150 und weniger. Ich meine, gut, okay, wir haben jetzt halt gerade das andere Schmuckset an. Meint, das macht so viel aus? Das macht überhaupt nichts aus. Gar nichts macht das aus. Fast nichts, effektiv 10k Damage. Ja, also ich verstehe, jetzt machen wir einfach gar kein Damage irgendwie gefühlt. Und ich habe keine Ahnung warum. So, 4394. Warum stirbt das Ding eigentlich nicht? Hä? The fuck? Ich habe das Ding gefühlt schon dreimal gekillt. So, lass uns nochmal schon irgendwas aktivieren hier. Läuft der Buff schon? Glaub nicht, oder? Hä? Lol? Okay. So, naja. Also Drops sind halt wirklich so bestenfalls mittelmäßig momentan. Dachte mir so, ja, jetzt fahren wir da easy mal schnell hier tausende oder hunderte Moons und so. Aber irgendwie. Was haben wir sonst noch? Wir müssen ein bisschen mehr aktivieren, glaube ich, oder? Also, wir müssen nicht aktivieren. Pini aktivieren wir noch. Okay. Naja, ich bin mal gespannt auf alle Fälle. Also Damage machen die ja gefühlt alle keinen, deswegen kein Plan, ob wir uns jetzt hier irgendwie Gedanken machen müssen oder so, weiß ich nicht. Brauchen wir alle Fälle von 15, glaube ich, oder so. Ne, 10, 10 nur, ups. Ein Mio. So, Moons haben wir jetzt getroppt, 5. Ja, es geht halt eigentlich schon gewissermaßen. Und wir müssen hier 200 erkillen für Killbonus? Uff, ernsthaft? Hä, da bin ich ja länger. Hä? Da bin ich ja länger drin als auf Solo. Klar, halt wegen Dungeon Limits und so macht es halt vielleicht Sinn, aber. Hä, damit bestraft man sich ja wieder selbst gefühlt. Ich meine, da müsste ich irgendwie die ganzen Eier aufmachen und alle killen. Oder ist es halt noch ein Bonus, der oben drauf kommt? Das ist halt auch wieder so eine Frage. Stamina Ring plus 12? Warum habe ich so ein Ding hier? Intel Ring plus 12? Hä, wo kommen die Dinger her? Habe ich die gedroppt oder was? Hä? Okay. Aber ja, wo ist mein Damage? Wirklich, wo zur Hölle ist mein Damage? Ich meine, ich habe alles da. Alles, was ich brauche, da. Moons, ja. Ja, ja, ja. Also die Moons farmen sich gefühlt jetzt halt so mittelmäßig irgendwie. Trabrate 12% aktuell. 15% hatte ich gerade nicht aktualisiert, okay. Ich weiß ja gerade nicht genau, ob das irgendein Bug ist, dass mir halt einfach so wenig Schaden machen bei nicht bei nicht Dragon Rank Mobs, ob das halt einfach gewollt ist. Ob das halt jede Klasse hat. Aber ich kann mich ja halt nicht daran erinnern, dass ich halt mit dem Blade damals so wenig Schaden gemacht hätte an den nicht Dragon Rank Mobs. Und das ist halt schon so ein bisschen das, wo ich mich ja halt gerade echt ein bisschen wundere. Weil es ist ja Dragon Crusade und Bugs sind ja leider, naja, schon an der Tagesordnung, das muss man leider auch schon sagen. Kann man da nicht schön reden. Und ich weiß nicht, ob ich es, also ich kann es mal reporten oder so, aber
Ich meine, 180k Damage ist halt gefühlt gar nichts. Sollte halt gefühlt irgendwie das 5, 6, 7, 8-fache machen ungefähr. Aber ja, es ist. Also balancingstechnisch, ja. Also vielleicht ist es ja so gewollt und denken sich halt so, ja, ist ja eigentlich halt für Teamleute, wenn die halt irgendwie mit 10 Leuten, sagen wir mal 5 Leuten hier reingehen, das Ding heilt sich natürlich wieder komplett, geil. Dann ist halt eben so sein, wie es eben gerade ist. Und dann passt das eben, das kann ja sein und so, aber das weiß ich halt nicht. Ich bin halt hier drin, mache halt eben kein Damage, denke mir so, warum? Okay, wir haben angefangen bei 84, oder? Also ungefähr 30 Moons haben wir gedroppt. Das ist zwar gut und so, aber halt gefühlt auch nicht mehr als sonst, also. Ich weiß auch nicht, ob man überhaupt da mehr droppt. Weil ich habe mit Dani geredet und da ging es eben um das Thema Dropraten und also wir haben schon mal drüber geredet, über die DK ins Mina. Und ich weiß es nicht mehr genau, wie der das sagt. Ich glaube, die Mobs, die im Nachhinein gespawnt werden, also aus Iron oder so kommen, auf denen wird das Ganze nicht angewandt oder so. Es kann sein, dass ich das gerade komplett falsch interpretiere. Aber ich glaube, irgendwie so war das. Na komm. Natürlich könnten wir auch mal irgendwie. Warte, wir haben noch einen Öffner, oder? Aber dieser eine Öffner. Da ist er. Warte, was? Farm 10 of the Quest Items to spawn the ancient monster that drops the ultimate jewelry materials. Hä, what? Warum 10? Man kann doch die öffnen für 1 und für 5. Hä? Hey. Warte, was bedeutet das? Muss ich das Ding, also muss ich dieses 10er-Ding farmen? Boah, nee, ich hoffe nicht. Es wär mega beschissen. Boah, bitte nicht. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber gefühlt, also, es kommt mir wirklich wieder so wie eine geisteskranke Zeitverschwendung vor. Also hier halt irgendwie auf einer höheren Schwierigkeit irgendwas zu farmen, das ist halt. Ich weiß nicht, ist das so. Ich kann halt nicht sagen, dass es das irgendwie lohnt oder so. Wo ist der Boss? Habe ich einen übersehen? Ach, fick mein Leben. Hä, wen hab ich denn übersehen? Blue Roach Queen? Warte mal, ich komme vielleicht wieder raus, oder? Komm wieder raus? Ich glaube aber auch nur mit diesem Item da. Ja, genau. Ah, du Mistvieh. Wait, komme ich dann wieder rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder auch wieder mit dem Item. Die Umsetzung ist auch wieder nicht so toll irgendwie. Ich weiß nicht, so ganzes Server, da bräuchte einfach mehr Arbeit. Viel mehr Arbeit, viel mehr Zeit, viel mehr. Was soll man sagen? Viel mehr Liebe einfach. Aber ganz im Ernst, da hapert es wirklich aktuell am meisten momentan. Weil ich meine, jetzt habe ich die Quest abgeschlossen, jetzt komme ich nicht mehr rein wahrscheinlich, oder? Probieren wir es doch einfach aus. Bin mal gespannt. So, ist nicht so weit. Einmal rein. Achso, wir könnten mal schnell für die Wissenschaft eins davon killen. 5. Hier ist der 1er. 100 Millionen HP, okay, das ist wie beim letzten Mal. Das heißt, es skaliert hier wirklich nicht mit drauf. Und damit wahrscheinlich auch nicht Droprate.
Okay, gut. Also das heißt, das brauchen wir halt eigentlich gar nicht. Weil ich meine, lass uns mal kurz überlegen. Was bringt uns das Ganze halt wirklich? Das Einzige, was uns das bringen würde, wäre, dass wir halt mehr Sarkophag-Schlüssel droppen. Aber auch das ist halt dann wieder, naja, optional. Halt auch nicht so übermäßig wichtig, oder? Also außer natürlich, klar, außer natürlich man farmt das halt einfach auf eine Art und Weise, oder man ist einfach schon so stark und das ganze Team ist einfach schon so stark, dass man einfach reingehen kann und einfach gelangweilt quasi ist, wenn man einfach so stark ist. Dann macht das vielleicht Sinn. Das war möglich, ja. Was haben wir hier gerade bekommen? Speed und Friction Buff. Wow. Hochinteressant. Oh, jetzt halte ich das Ding wieder. Ich pause nicht so lange die Aufnahme. So, gleich ist das Ding down. Wir sind schon 15 Minuten da drin. Das ist halt wirklich eine geisteskranke Zeitverschwendung einfach. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was das Ding droppt. Achso, Moment. Wir haben aktuell. Wo ist das scheiß Item jetzt, Mann? Dass ich hier nichts finde, das regt mich so auf, Mann. 234, was haben wir vorher gehabt? Ich habe keinen Plan. Ja, lass mich doch raus. Was hatten wir vor? Hm. 180? Naja, wobei, das macht eigentlich auch keinen Unterschied. Nee, das ist eigentlich vollkommen egal. Wisst ihr was, warum? Einfach aus dem Grund, weil die Droprate immer random ist. Das heißt, man droppt vielleicht 20 oder 40 oder 50, 60, vielleicht sogar, keine Ahnung. Es ist immer random. Das heißt, vollkommen egal eigentlich. So, komme ich jetzt wieder rein? Natürlich komme ich nicht rein. Das ist halt genau die Scheiße, wo ich immer wieder sage. Ist einfach schade, dass das einfach nicht durchdacht ist irgendwie. Ist also gar nicht durchdacht irgendwie. Ich verstehe halt wirklich nicht, warum. Vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, wenn wir jetzt wirklich, ich gehe mal kurz den Rest auf End. Wenn wir einfach das Equipment gemacht hätten und also halt Schmuck abben und dann einfach weiter, vielleicht irgendwie Dungeon noch rein oder so. Ich weiß nicht, ob wir uns leisten hätten können. Keine Ahnung. Aber da, ich meine natürlich, abben dauert schon auch wieder eine Weile. Hat alles blöd eigentlich. Ist halt teuer, vor allem Moons und Oris, wenn wir halt noch irgendwie die Waffe abben wollen. Ist halt ganz schnell alles weg. So, zwei haben wir bekommen, okay. Ja, schon ein bisschen mehr als sonst, aber naja. Also ich behaupte mal, dass das überhaupt nicht wert ist. Macht effektiv gar keinen Sinn. Hier farmt jemand Moonshadow. Nice, gut zu wissen. Nee, das lohnt in meinen Augen überhaupt nicht. Also wenn man halt, wie gesagt, im Team farmt und so, okay, vielleicht, aber in 99,9% der Fällen ist es halt wirklich egal. Und wo ist jetzt mein Schaden eigentlich? Ich bin's auf Pur End. Und ich mache effektiv keinen Schaden mehr. Wie viel haben wir gerade getroffen an Moonstones? War es gerade mehr als vorher? Wait. Okay, da müssen wir mal kurz schon nachschauen. Da müssen wir nachschauen. Hä? Wir droppen halt gerade echt gut Moons. Also für den Solo-Modus droppen wir gerade echt gut Moons. Das waren jetzt 9 Moonstones von einem Boss. Ich will nicht sagen, dass wir mehr gedroppt haben als vorhin. Aber
Das waren gerade verdammt viele dafür. Also wir wissen halt natürlich jetzt nicht genau, wie die Droprate hier ist im Solo-Modus. Das kann halt sein, dass es halt genauso viel ist wie auf Hard oder so, keine Ahnung. Aber... Hä, hey, Leute, also... Okay. Sollten halt eigentlich viel weniger droppen, gefühlt. Ich glaube, das Solo-Modus ist einfach zu stark. Was haben wir? Seit dem letzten Boss haben wir jetzt 19 gedroppt. Seit dem vorletzten Boss, sorry. 19 Moonstones. Also das heißt, das Einzige, was man vielleicht mehr droppen würde, sind halt diese Sarkophage. Aber man braucht ja Oris Moons eigentlich fast mehr als diese Sarkophage und halt eben diese Super Moonstones. Deshalb, warum halt? Wofür? Das macht ja gefühlt gar nicht mal so viel Sinn. $14.99, $15.02. Okay, es sind nur 3 diesmal. Aber ja, nichtsdestotrotz. Ich sehe da aktuell das gerade trotzdem nicht den Sinn und Zweck, auf Hart zu farmen. Ich meine, schau mal allein hier mal den Unterschied hier an. Macht aber gar keinen Sinn irgendwie. Okay, das Ding hat wieder 100 Millionen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Wait, hier, warum haben wir jetzt hier 600k Damage? The fuck? Also sag mal ehrlich, das fühlt sich doch irgendwie verbuggt an, oder? Oder bin ich irgendwie gerade auf dem falschen Dampfer? Also in meinen Augen fühlt sich das einfach verbuggt an. Warum mache ich einmal mehr Damage und einmal weniger? Also das macht halt für mich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, der Schaden sollte doch eigentlich immer konstant sein. Zumindest ansatzweise konstant. Außer ich habe halt wirklich irgendwas gerade übersehen, was ich jetzt halt... Nee, das gibt's nicht. Also, das liegt nicht an mir. Das liegt wirklich nicht an mir. Ich kann doch nicht sagen, warum das so ist. Ich muss manchmal mit Dani schreiben wieder. Das ist alles hier, ja, nee, ich weiß nicht, also, pff. Einfach schade irgendwie. Vor allem das Ding ist halt, wie gesagt, also ich bin halt echt der Meinung, es ist ein Magierproblem. Es ist halt wirklich ein Magierproblem. Ja, auch die Dragon Rank Level hat nicht im Party Fund angezeigt werden. Eine Party angezeigt werden, ist auch wieder schade. Nee, aber es hat echt ein Partyproblem. Dingproblem hier. Ja. Nee, verstehe ich nicht. Also. Es geht natürlich auch schon ein bisschen darum, dass man halt eventuell manche Dungeons einfach viel langsamer farmt als sonst. Und 30 Supermoons. Ich farme jetzt nicht den anderen, ich mach den offscreen, dann dauert zu lang. Tja. Gut, die Menge an Supermoons ist, ich sag jetzt mal, okay. Damit kommen wir schon langsam auf den grünen Zweig. Es ist nicht übel episch oder so, aber es ist so okay. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier ob hier der Drop-Buff überhaupt irgendwie positiven Einfluss hat oder so. Also gefühlt, ich droppe hier mit oder ohne Drop-Buff gleich viel Sachen. Das macht alles gar keinen Unterschied. Also ich meine, die kleinen Leecher-Mobs, die kleinen Mini-Mobs da, die droppen gefühlt ein paar mehr Moons oder so, okay. Aber der Rest, der komplette Rest, droppt mir immer gleich viel. Also die Minibosse, also die Gigs meine ich jetzt gerade. Die Gigs droppen immer gleich viel Moons. Auch egal welche Schwierigkeit oder so, also ist immer das Gleiche. Ja, wir sind ungefähr wirklich mal so bei 50 Moons dann so ungefähr.
Und weg damit. Ja, pro Boss ungefähr so knappe 10 oder so. Nicht ganz, aber fast. Boah, die ganzen 4 gerade. Holy shit. Kann man ein paar mehr killen da? Ah. Die Hitboxen, Alter. Mein Gott. So, jetzt weg damit. Wieder 2 gedroppt. Ne, 3. Wir haben gerade 3 gedroppt? Wir haben 3 gedroppt. Das macht absolut keinen Sinn. So, ja, mir ist schon klar, also natürlich, die haben halt eine gewisse Chance und halt können mehr oder weniger droppen, whatever. Warum ist das Ding so langsam? Aber, nee, das macht keinen Sinn. Das macht halt alles keinen Sinn. Na gut, ich meine, ich akzeptiere es, ist halt. Ich profitiere davon gewissermaßen. Ja. Was kann man sonst noch? Kann man noch irgendwas. Ach, warte mal, wir könnten doch noch. Wo war das da hier? Welche Ding habe ich denn eigentlich? Welche Fraktion bin ich denn? Wo zur Hölle sehe ich, welche Fraktion ich bin? Keine Ahnung. Ist es immer eine Fraktion? Oh, war ein Gildenlevel-Up. 52, nice. Holy Dragon? Bin ich Holy Dragon? Keine Ahnung, ich bin drin. Das Ding macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, ich brauche irgendwie. Ja, waren das 200 oder so? Mal schauen. Ach, ich habe umgesetzt, natürlich ist mein Ding wieder weg. Oh, es regt mich auf. $124 Millionen, okay. Hä, das Ding macht keinen Schaden? The fuck? Ich bin mit meiner Weiße gerade echt am Ende. Das Ding war doch auch schon mal stärker, oder? Also ich habe von dem Ding definitiv mal 150k gefressen oder 100k gefressen. Warum ist das Ding dann so schwach auf einmal? Oder war ich damals vielleicht einfach nur... Ach, keine Ahnung. Ist mir egal. Ich akzeptiere es, wie es ist. Wir können eh nichts ändern von dem her. Warum aufregen? Warum ärgern? Warum wundern? Ist doch vollkommen egal. Warum habe ich so viele Flame Cards? Weil ich ein Flamer bin? Genau, das ist übrigens noch ein Dungeon, der sich immer zu lohnen farmt. Immer zu farmen lohnt, so muss ich sagen. Und ja, Geld, schau mal auf das Geld und schau mal auf die Teleport Gates. Das sind die zwei Dinge, die hier interessant sind. Werde gleich sehen, warum. So, und boom. Okay, gut, Vorperfekt. Wir haben gerade kein Teleport Gate gedroppt, aber wir haben gefühlt einfach alles andere gedroppt. Power-Ups, Weapon Dust vor allen Dingen, das habe ich ganz vergessen, irgendwie herauszustellen. Wo ist das Ding? Ich finde es halt wieder nicht, Mann, ich krieg's kotzen. Weapon Dust. Ich habe es gerade für eine Sekunde gerade gesehen. Hä, lol? Genau, könnt ihr eben 2 am Tag rein. Das war gerade wirklich ein kompletter solider Perien-Effektiv. Genau, Weapon, das ist eben das andere, was man noch aufkriegt, halt neben irgendwie Red Macarons und so. Und zwar.
Da ist er. Genau. Ja, achtet einfach mal drauf. Ist ganz witzig. Also ich würde mich jetzt gerade gerne ein bisschen mehr Schaden machen und so. Normalerweise mache ich halt, also manchmal mache ich halt doppelt so viel Schaden wie jetzt. Das mache ich ja nur die Hälfte. Tja. Manchmal mache ich noch weniger Schaden als jetzt. Wir wissen es nicht, warum. So, ich entferne die Buffs mit Absicht. Denn dann habe ich wieder Platz für mehr Buffs oder für andere Buffs. Das ist einfach cool. So, 1543. Darauf achten. Und Season Pass Level Up, okay. Wir haben mehr als Ampere gedroppt. Gut, davon leider nichts und so, aber das ist okay. Haben wir sonst irgendwas gedroppt? Ich glaube, irgendwas, was man umtauschen konnte, oder? Wie war denn das? Nee, sonst nichts. Okay, gut. Suns, Moons. Wait, what the fuck? Wie viele haben wir gerade Was habe ich gerade verpasst? Hä? Hatten wir... Ich meine, es ist spät. Okay, vielleicht nicht blöd, vielleicht habe ich mich verschaut oder was auch immer. Also ich könnte aber schwören, ich könnte wirklich schwören, wir hatten... Irgendwie mal 4,4k Moons gerade eben. Oder 4,4k Oris. Von allem hatten wir gerade 4,4k. Jetzt haben wir fast 5k. Bin ich gerade blöd? Bin ich gerade so verpeilt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich muss mal kurz das Video anschauen. Ich meine, vielleicht habe ich auch nur verschaut oder so. Oder... Ich würde mal nachschauen. Ich meine, wahrscheinlich habe ich nur verschaut. Aber trotzdem, natürlich, irgendwie hatte ich es gerade. Also irgendwie fühlt es gerade an, als hätte man ziemlich viel gedroppt. Hä? Nee, wir droppen halt wirklich viel. Wir droppen halt wirklich eine ganze Menge. Aber warum? Warum? Hä, warum droppen wir so viel? Okay, krass. Ich meine, klar, cool und so, aber halt irgendwie krass, eigenartig, strange. Nicht nachvollziehbar auf alle Fälle. Absolut nicht nachvollziehbar. So. Genau, ich mache dann gleich noch eine Upgrade-Folge, keine Sorge. Dann werden wir einfach mal einen Schmuckling uppen. Plus 20 wird jetzt nicht drin sein. Ulti wird nicht drin sein. Wobei. Ulti wäre vielleicht sogar machbar. Ach nee, warte mal. Ich glaube, wir müssen den kompletten Schmuck auf Ulti machen, damit wir halt den Z-Effekt wieder haben, oder? Ich glaube, irgendwie so war das. Das ist, ein bisschen blöd. Na gut, okay, wobei, auf Ulti können wir auf einen Rutsch auf alle Fälle machen. Aber wir müssten halt das dann wieder uppen. Und wir haben halt aktuell, glaube ich, nicht genug Skrulls zum uppen. Und auch nicht genug Supermoons. Andererseits, Supermoons kriegen wir auch noch während des Uppens. Denn je mehr man uppt, desto mehr Supermoons kriegt man. Das heißt, ich müsste gegebenenfalls halt nur Duskcave farmen oder so. Was auch nicht so schlimm wäre. Schau mal auf die rauen Mengen und Massen, was wir hier wirklich gerade rauskriegen. Das ist ja nur noch übel.
Das ist ja richtig brutal. Also habe ich halt echt so nicht erwartet irgendwie, dass wir jetzt, also dass es so knallt, dass wir so viel Zeuge kriegen. Kommt absolut unerwartet, wirklich total absolut unerwartet. Wir haben fast 5000 Moons. Das Problem ist, ich kann gerade leider nicht während des Videos, also solange ich noch aufnehme, im Video nachschauen, wie viel das wir gedroppt haben. Dafür muss ich erst das Video beenden, um es anschauen zu können. Das kann ich jetzt eben gerade nicht, oder will ich gerade aktuell zumindest nicht machen. Aber also mir kommt es gerade so vor, als hätten wir irgendwie so viele Moonstones gedroppt. Das ist halt echt weird. Also Moons oder Oris, also vor allem wir hatten noch irgendwie, wir hatten so eine große, so einen großen Abstand zwischen beiden. Und von einem von beiden haben wir irgendwie so viel gedroppt. Naja, also ich bin mal sehr gespannt, wie viele Moons und Oris wir brauchen werden. Moons eher besser gesagt, für den Schmuck dann. Das ist halt wirklich da, wo es wirklich interessant wird. Oris haben eigentlich nicht immer genug, aber tendenziell haben wir mehr Moonstone-Probleme als Ori-Probleme. Deswegen, ja, das ist da, das ist eben der Punkt, wo es interessant wird. Immer noch 18 Minuten von dem Buff, lol. Ja, keine Sorge, also ich fahre jetzt den Rest offscreen dann, nach dem Run. Oh, Doom. vier Moons. Alter, auch die Gelddrops. Moons. Also ich kann doch echt keiner sagen, dass das eben gut gebalanced ist, oder? Nee, also das macht halt alles gar keinen Sinn mehr irgendwie. Warum ist das so? Warum? Also wir haben, also ich glaube, wir droppen sogar eher nicht nur 50 Moons oder so pro Run. Also das waren jetzt gerade eher, das ging jetzt an die 100. 100 Moons für einen Run oder so. Das verstehe ich nicht. Okay. Na, ich schaue mal kurz das Video an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.